Jetzt bei Familie Bäumle. Lucy hat das Ende von dem Ketchup-Spiel immer noch nicht vergessen. Als ihr Papa vor Müdigkeit einschläft, ergreift sie ihre Chance. Für ihre Rache. Sie verpasst ihm eine Ladung Ketchup und stiftet die anderen an, es ebenso zu tun. Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Bäumle. Oh Mann, bin ich müde. Ich habe kein Auge zugedrückt die ganze Nacht. Tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt eine Kirche machen. Was ist denn mit dem los? Hat er etwa die ganze Nacht Fußball geschaut? Ich glaube, der wacht so schnell nicht wieder auf. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Jemand von uns wird den Unterricht halten. Okay, das mache ich. Also, ihr Kleinen, wir machen jetzt ein Diktat. Erzähl kein Blödsinn und verschwinde von da vorne. Ansonsten bewerfe ich dich gleich mit Eiern. Dann spiel du doch den Lehrer, wenn du denkst, du kannst es besser. Und ob ich das besser kann? Ich erkläre euch, wie man Skateboard fährt und die tollsten Tricks macht. Das wollen wir nicht hören. Mach einen Art Flugfilm. Ich erzähle euch etwas über Barbie-Puppen. Was soll das? Mich interessieren keine Barbie-Puppen. Und Finn bestimmt auch nicht. Vielleicht sollten wir Herr Bäumle wecken. Nein, lass ihn schlafen. Mir fällt da was ein. Wisst ihr noch, als ich das Ketchup-Spiel gewonnen habe und Papa mir trotzdem Ketchup ins Gesicht spritzte? Ja, das war gemein von Papa. Du sagst es, Mila, und jetzt kriegt er es zurück. Was hast du vor? Wo gehst du hin? 5 Minuten später. Was hast du mit der Ketchup-Flasche vor, Lucy? Na, die ist für Papa. Jeder darf mit dem Ketchup auf ihn spritzen. Ha, ha, ha. Wie gemein seid ihr zu eurem Vater? Okay, los geht's. Ich mache den Anfang. Ich mache das nicht. Ich auch nicht. Schaut euch Papa an. Wieso ist mein Hinterkopf so kalt? Und mein Rücken auch? Das ist meine Rache für das Ketchup-Spiel, das ich gewonnen habe. Wir haben dich mit Ketchup vollgespritzt. Mann, bist du nachtragend. Das war doch nur Spaß mit der Ketchup-Flasche. Was heißt nachtragend? Wenn man eine lange Zeit nicht verzeihen kann. Ja, ich bin nachtragend. Und fand das gar nicht lustig, Herr Bäumle. Okay, okay, es tut mir leid, Lucy. Heute reden wir über ein sehr ernstes Thema. Habt ihr schon mal was von Mobbing gehört? Nein, was ist das? Mobbing ist zum Beispiel, wenn man sich über jemanden lustig macht, die Person ärgert oder blamiert. Es kann um das Aussehen, das Verhalten, die Kleidung und so weiter gehen. Wo kann man denn überall gemobbt werden? In der Schule, auf der Arbeit, in der Familie, eigentlich überall. Wieso macht das jemand? Zum Beispiel, weil man neidisch ist oder jemanden nicht mag. Andere wollen ihre Macht zeigen. Die Gründe sind also sehr unterschiedlich. Vergesst nicht, was es für das Opfer bedeutet, wenn es immer wieder gemobbt wird. Es verliert das Vertrauen zu dem, der so gemein ist. Es wird unsicher und unruhig. In meinem Heimatland wurde mal ein Mitschüler gemobbt. Eines Tages ist er nicht mehr zur Schule gekommen. Es war so schlimm, dass er die Schule gewechselt hat. Es ist sehr traurig, dass es so weit kommen kann. Wenn ihr seht, dass jemand gemobbt wird, könnt ihr eingreifen und der Person helfen. Und was, wenn wir dann die Nächsten sind, die es abbekommen? Egal was passiert, am besten geht ihr zum Lehrer oder zur Lehrerin und erzählt alles. Der Lehrer oder die Lehrerin können dann mit dem Schüler reden, der die anderen mobbt. Und auch mit seinen Eltern Kontakt aufnehmen. Okay, das reicht für heute. Ich will mich doch mal aufs Ohr hauen. Und ihr macht keinen Blödsinn, wenn ich schlafe, ja? Abonniert kostenlos, wenn euch das Video gefallen hat. Außerdem könnt ihr uns weiterempfehlen. Vielen Dank!
und bis zum nächsten Mal.